Hi, heute machen wir ein absolut monstermäßiges Pastrami-Panini. Und wie ich dieses Panini gemacht habe und wer das mit mir essen muss, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Zutaten, die ich für mein XXL Pastrami-Panini brauchen werde. Ja, los geht's mit dem Fleisch. Pastrami. Das Video dazu habe ich euch gezeigt, wie man die macht. Das hier ist von meiner letzten Pastrami. Absolut fantastisch. Und das sind nicht nur diese zwei Päckchen, die liegen jetzt einfach eher so symbolischer Art da. Denn wie ihr seht, habe ich ein Brötchen gebacken. Und zwar ist das hier aus dem Teig für eigentlich 6 Burger Buns nach dem Rezept von Jörn Fischer, ist das ein einziges Brötchen. Und das wird quasi unser Panini werden, unser Brot, das werden wir so später aufschneiden. Hier haben wir also die Pastrami. Dann wird das Ganze eben gefüllt mit Balsamico-Zwiebeln. Auch wieder symbolisch liegt hier eine Zwiebel. Ich denke mal, wir werden so eher 20 brauchen. Dann haben wir hier ein paar Tomaten. Ein bisschen Käse kommt auch zum Einsatz. Das hier ist ein ganzer Provolone-Käse. Dann brauchen wir noch ein bisschen Pfeffersalz, ein bisschen Serum für eben unsere Balsamico-Zwiebeln, ein bisschen braunen Zucker und ein wenig Rucola ist auch noch mit im Spiel. Das sind die Zutaten, die wir brauchen werden. Klingt schon mal ganz verrückt, aber die Zubereitung, die wird noch viel, viel besser. Also, legen wir los. Die Zwiebeln werden definitiv am längsten brauchen, also beginnen wir auch mit denen. Wie ihr seht, 20 rote Zwiebeln. Die werden jetzt einfach geschält und dann sehen wir uns wieder. So, da jetzt ja eine ganze Menge Zwiebeln sind und ich das in dieser Gusspfanne machen möchte, fange ich jetzt schon mal an, dass ich die Pfanne vorheize, bevor ich überhaupt alle Zwiebeln fertig habe, dass wir dann schon mal welche in die Pfanne geben können, damit die dann schon mal zusammenfallen. Also, Seitenbrenner, gehst du auch an. Da ist er. So, bei den Zwiebeln brauchen wir uns nicht wirklich viel Mühe zu geben, wenn es ums Schneiden geht. Die schneiden wir einfach nur jetzt in Halbringe und dann wandern die auch direkt in unsere inzwischen vorgeheizte Gusspfanne. Also jetzt einfach erstmal nur Masse machen, während wir dann die anderen schälen. Fällt das dann wunderbar in sich zusammen. Komm, erste Ladung geht schon mal rein. Wer hört, die Pfanne ist heiß. So, wie wir sehen können, ist die Pfanne gut gefüllt. Das macht aber nichts, denn die Zwiebeln fallen ja jetzt dann wunderbar zusammen. Das braucht jetzt eine Zeit. Ich habe die Flamme unter der Pfanne auf die kleinste Stufe gestellt, denn wir wollen ja einfach, dass die zusammenfallen und nicht eben verbrennen. Und ja, während die Zwiebeln jetzt auf dem Weg sind, kümmern wir uns erstmal um den Käse. Ich bin ja nun wirklich kein ausgewiesener Käsefreund, aber ich kann euch sagen, dieser Provolone, der hat es mir wirklich angetan. Es ist ein geiler Käse, passt perfekt für Sachen auf dem Grill und eben auch perfekt für Sandwiches. Philadelphia Cheesesteak Sandwich oder andere Sachen, das Zeug ist der absolute Knaller. Den packen wir jetzt mal aus. Um den Provolone ist nämlich so eine Wachsschicht drumherum. Die gilt es jetzt zu entfernen, denn naja, Wachs schmeckt nicht unbedingt gut, ne? Das friemeln wir jetzt also darunter. So, die Zwiebeln fallen jetzt richtig schön zusammen. Und das ist irgendwann, geht das nicht mehr weiter. Da brauchen wir dann den Zucker, der dafür sorgt, dass das Ganze eben karamellisiert. Und dann fallen die noch mehr zusammen. Dann wird das quasi so ein Sirup. Deswegen kommt jetzt der braune Zucker mit ins Spiel. Und da wir hier 20 Zwiebeln haben, kann das ruhig ein bisschen Zucker sein. So, das sollte reichen. Den rühren wir jetzt unter und der wird dann eben anfangen zu schmelzen. Und ja, heißer Zucker, wie ihr wisst, ist sehr heiß und sorgt dafür, dass dann die Zwiebeln noch schneller garen und noch schneller zusammenfallen. So, wie ihr vielleicht sehen könnt, hat sich da in relativ kurzer Zeit schon eine ganze Menge getan. Es blubbert auf jeden Fall auch in der Pfanne. Das ist das, was wir haben wollen. Großartig. Und jetzt, wo das gerade so schön blubbert, schnappen wir uns den Balsamico-Essig und geben einen guten Schluck mit an die Zwiebeln dran. Rühren das Ganze ordentlich durch.
und lassen es, wie gesagt, auf der kleinsten Flamme jetzt noch weiter einkochen, dass wir da so eine richtig schöne Zwiebelmarmelade draus bekommen. So, kümmern wir uns also mal um den Käse. Hier ist also dieser fantastische Provolone. Von dem schneiden wir uns jetzt Scheiben. So, eine halbe Ewigkeit später ist das vom Provolone übrig. Das lege ich mir erst nochmal beiseite, weil ich glaube, das, was ich jetzt hier an Käse habe, auch wenn es ein recht großes Brot ist, sollte das sehr wahrscheinlich reichen. Jetzt haben wir hier noch die Tomaten. Da zupfen wir uns jetzt einfach gerade, wie viel nehmen wir denn? 3, na komm, machen wir 4. 4 Tomaten runter und schneiden die in dünne Scheiben. Ich habe mich kurzfristig entschieden, dass 2 Tomaten vollkommen ausreichend sind. Wir wollen ja auch nicht übertreiben. So, langsam wird es ernst. Hier liegt mein riesengroßes Bun. Das werden wir jetzt erstmal aufschneiden, denn wir werden da also quasi erstmal die Unterseite belegen. Das Messer reicht da gerade so für. So, die Oberseite, die legen wir erst nochmal kurz beiseite. So, hier liegt also jetzt die Unterseite und die belegen wir jetzt erstmal schön mit dem Provolone. Ja, ich glaube, der Käse, den ich da aufgeschnitten habe, der sollte durchaus genügen. Nichtsdestotrotz geizen wir nicht, sondern wir schauen wirklich, dass überall Käse hinkommt. Umso käsiger wird das Ganze dann später. Dann kommen jetzt die Tomaten zum Einsatz. Innerlich habe ich mich ein klein wenig dagegen gesträubt, aber ich kann euch sagen, Tomaten gehören da absolut daran. Sorgt wirklich für einen runden Geschmack. Und wie wir sehen können, reicht das, was ich hier an Tomaten aufgeschnitten habe, vollkommen aus. Also 2 Tomaten für ein riesengroßes Panini. Hervorragend. So, jetzt habe ich also hier den Rucola. Der kommt jetzt hier auf unsere Tomaten drauf. Rucola ist wirklich eine geile Geschichte. Der hat so ein richtig schön nussiges Aroma. Und das Tolle ist, wenn wir den gleich auf dem Grill haben, wenn der warm wird, der schmeckt dann immer noch geil. Ja, also das ist eine richtig coole Geschichte. So, jetzt kommen unsere Zwiebeln zum Einsatz. Die Pfanne ist inzwischen so weit abgekühlt, dass ich sie tatsächlich einfach ohne Schutzhandschuhe anfassen kann. Grundsätzlich empfehle ich euch immer, zieht da Schutzhandschuhe an. Und was jetzt auch kommt, die Mischung besteht jetzt aus heißen Zwiebeln und Zucker. Deswegen seid da wirklich, geht da nicht unbedingt mit den Fingern ran, sondern benutzt da wirklich einfach einen Löffel. Davon legen wir jetzt also eine dünne Schicht, also wir werden 2 Schichten quasi machen, eine kommt dann oben noch drüber. Es kommt also eine dünne Schicht von den Zwiebeln auf das Panini drauf und wir gucken auch so ein bisschen, dass wir von der, dass das also nicht so durchsuppt, also dass wir jetzt nicht da die ganze Soße mitnehmen, sondern wirklich schön nur diese in Balsamico, Essig und Zucker marinierten Zwiebeln. Hier vorne kann noch ein bisschen was hin. So. Jetzt habe ich hier also meine Pastrami. Ich hoffe, ihr könnt die da gut sehen. Und die packen wir jetzt mal aus. Pastrami ist einfach geiler Scheiß. Jetzt schaut euch das mal an hier. Sieht die nicht absolut fantastisch aus? Eine mega Farbe. Und damit belegen wir jetzt hier das Panini. Und zwar wirklich großzügig. Also da kommt jetzt nicht nur eine Schicht Pastrami drauf, sondern das wären bestimmt so 2 bis 3 Schichten. Aber wie ihr sehen könnt, die Scheiben haben schon genau die richtige Größe.
Also wie man Pastrami selber macht, das habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt. Das verlinke ich euch natürlich gerne nochmal. Solltet ihr auf jeden Fall machen. Pastrami ist ein absoluter Knaller. So, Pastrami ist drauf. Jetzt kommen weitere Zwiebeln oben drauf. Auch da schauen wir wieder, dass wir möglichst die Flüssigkeit abtropfen lassen. Eigentlich hätte man das jetzt wunderbar durch ein Sieb geben können, wobei hier diese Flüssigkeit ihr auf gar keinen Fall entsorgen solltet, sondern vielmehr auskühlen lassen solltet. Dann wird das nämlich richtig fest und das dann am nächsten Tag einfach aufs Brot und dann Schinken oben drüber, da schnallt er ab, beziehungsweise Pastrami. So, jetzt kommt nochmal Käse zum Einsatz. Das große Finale sozusagen. Dann kommt nämlich der Deckel oben drauf. Und wie wir sehen, habe ich da wirklich mehr als genug Käse aufgeschnitten. So, hier ist der Deckel. Jetzt müsste man das Teil mal von der Seite zeigen. Aber ich denke, ihr kriegt eine Idee, dass das ein amtliches Teil ist. Und das gilt es jetzt auf den Grill zu bringen, denn bis jetzt ist es nur ein Sandwich. Jetzt machen wir ein Panini draus. So, den Grill habe ich schön vorgeheizt, 200 Grad. Brenner links und rechts sind an, in der Mitte der Brenner ist aus. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, liegen auf dem Grill nicht eine. Es liegen zwei Grillplatten da drauf. Und die werden wir auch brauchen, denn damit machen wir jetzt unser Panini. So, Achtung, Monster Panini incoming. Passt gerade so auf die Grillplatte drauf. Und jetzt die andere oben drauf und das Ganze mal mit ein bisschen Liebe zusammendrücken. Unser Panini ist auf dem Grill, Deckel zu. Und ja, jetzt lassen wir es erstmal für gute 10 Minuten grillen, dass wir da so eine richtig schöne Kruste oben drauf bekommen. Ich habe natürlich die Ribbelflächen, also die Riffelflächen, so gelegt, dass das Brot davon was abkriegt, denn wir wollen ja ein Muster auf dem Brot haben. Ne? Also Deckel zu und warten. So, nach gut 10 Minuten probieren wir jetzt etwas völlig Wahnsinniges. Wir versuchen, das Ganze mal zu drehen. Müssen wir nochmal schauen, dass wir da auch irgendwie mit den Fingern drunter kommen. Ist klar, dass man dabei natürlich Handschuhe anhaben sollte. Wir drücken die Griddelplatten dabei gut zusammen. Und schieben es wieder mittig auf den Grill. Ich denke, jetzt wo wir es gedreht haben, sollten wir vielleicht auch mal vorsichtig einen Blick riskieren. Das sieht doch schon ziemlich gut aus. Hört mal hier. Das ist auf einem sehr guten Weg. Also, Griddelplatte nochmal drauf, das Ganze nochmal schön beschweren, Deckel zu und ja, in maximal 10 Minuten können wir essen. So, nach insgesamt 20 Minuten machen wir mal den Grill auf. Die Brenner können wir jetzt ausmachen. Und dann nehmen wir die Griddelplatte mal runter. Ja, sieht das Ganze jetzt erstmal so aus. Und das müssen wir jetzt natürlich wieder auf unser Brett bekommen. Das heißt, wir schnappen uns wieder den Pizzaschieber. Oh, das geht aber. Rüber ans Brett. Leute, schaut euch das an. Das ist ein Kunstwerk für sich. Also Provolone, wenn er Hitze kriegt, dann schmilzt er wirklich großartig. Und ich würde sagen, wir schneiden das Ding einfach mal an und schauen uns das Ganze mal von innen an. Und ziehen das mal so ein bisschen beiseite. Leck mich fett. Ja, ich würde mal sagen, das sieht großartig aus. Und es riecht auch gar nicht mal so schlecht. Und dann würde ich sagen, schneiden wir jetzt hier noch so ein Scheibchen runter.
beziehungsweise wir schneiden 3 Scheibchen runter. Und dann wird probiert. Ja, und wie ihr seht, ich muss dieses Pastrami-Panini nicht alleine essen. Ich Gott habe Besuch. Sei Dank nicht. Ich habe Besuch. Daniel und Christian von CookWithMe.at sind da und Daniel von Redstar Cooking. Und schön, dass ihr da seid. Zum Wohl. Danke, dass wir da sein dürfen. Genau. Also ich kann es euch immer nur ans Herz legen. Macht Pastrami. Pastrami ist einfach ein Killer. Oh, das ist geil. Das ja. ist unglaublich. Das ist gut. Also, das ist das schönste Willkommensgeschenk, was ich je bekommen habe, glaube ich. Ein mega saftiges Panini mit, wie ihr außen sehen könnt, doch einer richtig schönen. Ist unverschämt. Ist ja, da ist man manchmal sprachlos. Nein, also. Ich will auch nicht mehr reden. Ein mega leckeres Panini. Ja, ich gebe zu, es ist vielleicht ein bisschen groß geraten. Das kann man auch etwas runterskalieren. Aber wenn ihr mal mehrere Gäste habt, und ich denke, wir können noch ein paar Mal zugreifen, solltet ihr das auf jeden Fall mal probieren. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich den Kommentar. Solltet noch keiner Abonnent meines Kanals, seines Kanals oder seines Kanals sein, habt ihr hier, hier und hier die Möglichkeit, das jetzt ändern. Ich glaube, ich verlinke euch einfach nur hier, weil ich glaube, das andere funktioniert nicht. Perfekt. Ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, das gerne zu ändern und darüber freut sich jeder von uns. Genau. Ja. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir lassen es uns schmecken. Ja. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Ciao. Bis dann. Tschüss.